Im Jahr 2002 gründete die US-Armee eine Geheimeinheit, die sich dem Kampf gegen paranormale Bedrohungen der nationalen Sicherheit widmete. Die Einheit bekam den Namen First Encounter Assault Recon. Sierra Entertainment präsentiert A Monolith Production. Tötet sie. Tötet sie alle. Ich wecke Sie nur ungern, Senator, aber es geht um Origin. Was ist passiert? Es gab einen Aufstand. Vettel hat jetzt den Befehl über die Prototypen. Mein Gott. Wir können das immer noch diskret klären, aber wir müssen schnell sein. Oh, na gut, na gut. Lassen Sie mich telefonieren. Dieser Irre heißt Paxton Vettel. Er ist der Schlüssel. Wenn wir ihn haben, ist alles klar. Der Kerl hat echt Kohldampf. Ich glaube, er hat einen Plan. Das ist keine reine Nahrungsaufnahme. Der tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt dahinter? Eigentum der Armacom Technology Corporation. Die entwickeln dafür das Militär eine Armee von Klonen, die einem übersinnlich begabten Kommandanten gehorchen. Natürlich streng geheim. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehmen mich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Militärische Klone? Ein ganzes Bataillon, bestens ausgebildet und schwer bewaffnet. Ein Bataillon? Was sollen wir denn gegen 1000 Supersoldaten ausrichten? Wie schon gesagt, wir erledigen Vettel und das war's dann. Der Sinn des Programms ist, Kommandanten direkte Informationen über das Schlachtfeld zu geben, ohne sie dabei selbst in Gefahr zu bringen. Das bedeutet, wir müssten den Dreckskerl in die Ecke drängen können, ohne durch Soldaten zu warten. Wie finden wir ihn? Armacom hat ihm einen Sender in den Kopf gepflanzt. Der führt uns direkt zu ihm. Das ist ja sowas von praktisch. Angenommen, alles funktioniert, wie es soll. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Sie schicken ihn in den Einsatz? Sind Sie verrückt? Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Sie haben seine Trainingswerte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. Ich glaube, der kommt zurecht. Wie auch immer, Mann. Sie sind der Boss. Absolut richtig. Keine Sorge, alles wird gut. Dann mal los. Was ist Ihre erste Erinnerung? Du wirst Gott unter Menschen sein. Wir haben Vettel in einem leerstehenden Gebäude davon entdeckt. Der Satellit zeigt keine Feindaktivität, aber lieber kein Risiko eingehen. Jankowski in Position? Sagen Sie Bescheid. Also dann, ausrücken.
Und damit einmal ein herzliches Willkommen zu 4. Ja, ich weiß nicht, wie gut das gerade so zwischendurch gekommen ist, wenn ich so ein bisschen reingequatscht habe. Aber ich hoffe, das war ganz okay. Ja, herzlich willkommen zu 4. Ist jetzt nicht unbedingt ein neues Spiel, hat nicht die Mördergrafik, aber ich habe das schon mal gespielt und es hat Spuren hinterlassen, sage ich jetzt mal. Und kann ich ja mal kurz ausholen. Ich habe kurz vorher den Systemtest gemacht, weil das hier möglich ist in dem Game. Und das war mir schon zu viel. Und dabei kommt da gar nichts Gruseliges in dem Sinne vor. Also, ja, auf jeden Fall. Ein Typ ist ausgebrochen, Paxton Fettel ist ausgebrochen und hat ein paar Wachen getötet und die Klonarmee, die von Arma Industries oder wie heißt die Firma? Sollte da irgendwo stehen, glaube ich. Aber egal. Situation 4. Einsatzkoordinaten. Rowdy Patters hat den feindlichen Kommandanten Paxton Fettel. Einsatzkoordinator Rowdy Patters hat den feindlichen Kommandanten Paxton Fettel in einem verlassenen Gebäude im Distrikt Auburn aufgespürt. Der Spionagesatellit Hannibal 3 im geosynchronen Orbit zeigt keine Spur von Replikasalten in der Gegend. Mission. 4 Kampfeinsatzagenten infiltrieren den Zielort von 2 verschiedenen Seiten und versuchen Vettel zu neutralisieren. Laut Armachems technischen Berater werden die Replikasoldaten inaktiv, sobald Vettel ausgeschaltet ist, und können dann gefahrlos zusammengetrieben werden. Durchsucht das Gebiet nach Spuren von Paxton Vettel. Ja, sieht gut aus, oder? Ich meine, ja. Okay. Ich habe Untertitel eingestellt. Ich hoffe, die Lautstärke ist so ganz okay. Ich habe es ein bisschen heller gemacht, als das normal wäre. Und schauen wir mal, wie es so ist. Die erste Aufnahmesession. Ja. Steigen wir mal aus dem Auto. Ach, ich liebe diese Bullet Time. Wo werden die? Ah, da unten. Okay. Durchbrechen oder zerschießen sich lose Bretter um einen Weg frei. Die Frage ist, ich will jetzt nicht unbedingt schießen, aber ich weiß auch nicht, wie man jetzt lose Bretter. Ah ja. Klar. Ach du Heilige. Okay, ja, wie gesagt, Grafik ist jetzt nicht so mördermäßig. Aber es geht hier mehr um die Stimmung als um sonst was. So, Türen zum. Also F, um Türen zu öffnen. Alter, die Ratte. Ich muss mal kurz in den Einstellungen kurz. Es geht leider nicht anders. Ich muss leider die Mausempfindlichkeit runterstellen. Das ist mir zu viel. Okay. Ich glaube, damit kann ich leben. So, X für die Taschenlampe. Ich bin mir nicht so sicher. Geil. Geil. Hey Mann, wieso dauert das so lang? Was? Suchen Sie einen Weg drumherum. Was? Treffen Sie sich mit Janowski. Klar. Such gern einen Weg drumherum. Warum auch nicht? Ich meine, ist ja auch überhaupt nicht creepy hier. Ganz ehrlich. Ist okay. Gesundheitsbooster. Erhöht die Ausdauer ein wenig. Um Gottes Willen, die Taschenlampe wird leer. Ah, toll. Die Gegenstände sind nicht so. Ah, es ist. Schön. Schön. Ah, gefällt mir. Kann man. Ah, mit. Alter. Weißt du, rechte Maustaste ist das hier. Shift. Die dämlichste. Ja. Egal. Gucken wir einfach mal. Okay, da kann ich nicht lang. Ich würde gerne lang. Alter. Das war schon zu viel.
Warum bringen Sie mich hierher? Warum bringen Sie mich zurück? Weiß ich nicht. Ich mag nicht mehr. Okay. Muss leider sein. Es nimmt ein bisschen was raus, aber... Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Lautstärke. Es könnte sein, dass sie bei euch zu leise ist, nämlich. Naja. Komm mal hier. Scheiße. Okay. Egal, wir gehen durch. Alter, ernsthaft? Was den Scheiß? Oh. Alter. Das Spiel ist... Ist nix für mich. Es ist nix für mich. Schießen Sie auf Vorhangschloss, um sie zu öffnen. Kann ich da nicht? Nachladen. Ach, komm, ernsthaft? Warte, was ist gerade ein bisschen... Ja. Boah, Alter. Moment mal. Ah, sehr nett. Danke. Na los. Dass du auch was machst. Fertig. Los. Du wurdest hier geboren. Genau hier. Echt? Ich war dabei. Okay. Wo auch immer der andere Typ gerade hin ist. Alter, die Stimme. Ist das creepy? Jin, wir brauchen Sie hier. Bin unterwegs. Offenbar kommen wir zu spät, Boss. Nur noch Reste. Das Signal des Senders kommt ganz aus der Nähe. Er muss hier irgendwo sein. Ich warte hier auf Jin. Sehen Sie sich um. Nein. Nein. Ich sehe mich los nicht. Jetzt. Alter. Habe ich ja schon. Ja, nee, hier ist er nicht. Ja. Überprüfen Sie jetzt den Ort oder nicht? Ja, habe ich gerade. Ich gehe doch nicht darauf. Ganz alleine. Alter, schon wieder. Hey, da ist so ein creepiger Typ. Der läuft hier immer rum. Eieiei. Warte, bevor ich da reingehe. Jetzt spiele ich dann schon 4. Ja, es ist ein traumhaftes Spiel. Und dann... Gib mir mal einen Moment. Ja. Egal, gebt mir kurz einen dezenten Moment. Warte, ich mache das ganz professionell, mache ich das, ja? Scheiße, da sieht man einen Schatten. Okay, ich glaube, so sollte es eigentlich gehen. Okay. So, ich weiß, war ein bisschen holprig bis jetzt, aber jetzt geht's richtig los. Selbst bei Lachen. Ist jemand? Ist hier jemand? Ja. Die Welt sieht nicht gesund aus. Nein, hier ist auch keiner. Nein, Alter. Weißt du, ich laufe hier ganz alleine rum. What the f- Alter. Der Name des Toten war Charles Haberger. Ich erinnere mich an ihn. Aber sind es meine Erinnerungen oder ihre? Ist ja auch egal. Er hat den Tod verdient. Sie haben alle den Tod verdient. Was ist da los? Ich habe Vetters Signal verloren. Tomcat, hier ist Nestmutter. Hoffentlich haben Sie Zeit. Wir haben einen Zwischenfall am Hafen. Was für einen Zwischenfall? Wir haben die gesuchten Soldaten gefunden, aber befehlen nicht anzugreifen, bis ihr Jungs euch umgesehen habt. Verstanden. 2 Helis sind zu ihrer Position unterwegs. Sie müssten gleich Sichtkontakt haben. Wir sind bereit. Alter.
Okay, das war der Paxton Vettel, der hier rumgelatscht ist. Ah ja, Helikopter. Sehr schön. Alter, ich hätte ihn erschossen. Also ich war kurz davor. Ich meine, geschossen habe ich ja schon. Aber Alter, das wäre perfekt, natürlich eine perfekte Stelle zum Schneiden, wenn man so K.O. geschlagen wird, aber... Hey, schon wieder da? Was gesehen? Seid ihr Jungs endlich fertig? Der Tag fängt gerade erst an. Geht schon weiter, Jungs. Ich habe hier noch eine Weile zu tun. Dich hübsches Ding kann man doch nicht alleine lassen. Atmen! Los, ihr sollt pressen! Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Diese Männer sind von vier. Bei diesem Einsatz bilden sie eine Verstärkung für unsere Einheit. Sie übernehmen die Vorhut. Ihre Aufgabe, die Art der Bedrohung analysieren. Unser Job, wir müssen sie am Leben halten. Der Feind wird nicht angegriffen. Vergesst nicht, wir haben es nicht mit normalen Gegnern zu tun. Team 1 rückt von Südwesten vor. Team 2 rückt von Norden vor. Ist die Aufklärung abgeschlossen, treffen wir uns und warten auf weitere Befehle. Okay, sattelt die Hühner. Was? Okay, jetzt kann ich auch vorlesen, was hier steht. Das konnte ich ja vorher nicht. Situation: Paxton Vettel gelang es, den Agenten von 4 in Auburn zu entkommen. Danach verschwand sein Ortungssignal. Der Leichnam eines unbekannten Mannes wurde vor Ort gefunden. Der Spionagesatellit Hannibal 3 hat eine beachtliche Replika-Streitmacht in der Nähe der South River Klee-Anlage fotografiert. Hier anscheinend. Mission: Kampfeinsatzagenten von 4 schließen sich den engagierten Soldaten der Spezialstreitkräfte 1-Truppe Delta SSEGD an, erkunden das Gebiet und empfehlen die militärische Vorgehensweise. Teams sollten den Feind nur angreifen, wenn sie beschossen werden. Die technische Offizierin Shin Sun Kwon von 4 verbleibt in Auburn und führt forensische Untersuchungen. Dort hätte ich jetzt da nicht unbedingt alleine gelassen, aber wer bin ich, um das zu beurteilen? So, wir werden auch grundsätzlich ein bisschen länger spielen bei der ersten Aufnahmesession. Im Sinne von, die Folge wird auch ein bisschen länger sein, die erste, zum Reinfinden. Das ist unsere Haltestelle. Dann lassen wir es mal krachen. Okay. Auf geht's. Oh, sogar eine neue Waffe. Hier ist Birdie. Wir sind am Boden. Verstanden. Zum ersten Missionsziel vorrücken. Da Sie die Vorhut sind, versuchen Sie doch mal das Tor zu öffnen. Ich würde ja einen meiner Jungs schicken, aber wir brauchen ja wohl einen Spezialisten. Alter, check mal. Suche die Torsteuerung. Die ist natürlich nicht beim Tor. Alter, weißt du, zu dritt. Torsteuerung schon gefunden? Sehe ich so aus, als hätte ich das. Ah ja. Reflexbusse, weil die Reflexe dauerhaft, sodass sie Zeitdoppel länger nutzen können. Ja, du. Hier ist sie nicht, ne? Ha, Mist, ich drücke immer die Zeitlupe, ich weiß auch nicht warum. Zum Ducken, das ist so eine Angewohnheit. Gut, kann man nicht öffnen. Tja, das ging schief. Was hier? Folks Longo. Oh, was das für ein nettes Teil ist. Ich habe übrigens die GOG-Version. Gut gemacht, dann mal wieder zurück. Gehen Sie zum SSEG-Team zurück. Ja, wie gesagt, ich habe hier die GOG-Version. Was zur Hölle ist denn das?
geil, da kommt so ein kleines Mädchen und räumt einfach mal alle weg. Geil. Ich kenne natürlich das kleine Mädchen. Die liebe Alma. Ja, die kann einem Schlaf was nicht bereiten. Auf jeden Fall, ja. Ich habe hier die GOG-Version, habe mir einen Uncut-Patch beziehungsweise einen Deutsch-Patch runtergeladen, weil sonst wäre das ja alles auf Englisch, weil die GOG-Version ist auf Englisch. Und ich dachte, wenn es auf Englisch ist, brauche ich es nicht unbedingt spielen. Das heißt, deswegen einfach mal den Patch drüber gehauen und ja. Wenn ihr wollt, kann ich euch den Link in die Beschreibung packen, dass ihr es auch auf Deutsch spielen könnt. Der Link, also das funktioniert eigentlich, also steht auch auf der Website, funktioniert für die Steam-Version, für die GOG-Version. Keine Ahnung, ich glaube sogar auch auf Mac oder so. So, Status unbekannt, keine Meldung von den beiden Teams und die Vitalitätswertmonitore des vier Teams sind offline. Interferenzen verhindern, Satellitenaufklärung. Überlebende Einsatzagenten sollten versuchen, zu einem gemeinsamen Treffpunkt zu kommen und das Einsatzgebiet zu verlassen, bis Verstärkung eintrifft. Triff dich mit Jankowskis Team. Wir sind natürlich alleine. Ich habe damals ja auch, also ich damals, jetzt letztens auch Metro gespielt. Das war auch ein tolles Spiel, das. Aber da ist 4 doch ein bisschen. Da war Meter doch ein bisschen. Die fangen an zu schießen! Hilfe! Kindergarten. Yo! Alter! Damn! Hat das was gebracht? Okay. Alter! Ja! Nett! So, Maschinenpistole ist aufgehoben. Achso, das ist eh die gleiche, die ich auch habe. Dann habe ich nur mehr Munition, okay. Gut, dann nehme ich mal... Ja, ich... Gehe wieder rein. Sicher aufmachen kann ich nichts. Da ist auch nichts. Alter. Das sah nicht normal aus. Ich dachte, es kommt ein Tutorial, wie man... Wie man wen K.O. schlagen kann. Da wäre eine Tür, aber da komme ich ja im Grunde nicht rein. Alter. Was ist hier passiert? Vermutlich war das ja auch Alma. Drücken im Medikit, um einen Teil in Gesundheit zu regenerieren. Ich brauche die Quicksave oder so. Gibt es das hier bei dem Game? Ich weiß gar nicht. Ich will jetzt aber keine Taste drücken. Weil... Standardbelegung für Quicksave gibt's. Spielspeicher. Toll. Ich habe nur bei der Steuerung hier irgendwie... Gehen, leeren, springen. Da. Es gibt hier nur keine... Ein Quicksave. Ich will es wirklich. Ah ja. F5 und F9. Okay, F5 ist Quicksave. Alter. Geil. Schon gewonnen. Oh. Alter, geil. Ich sag's ungern, aber mein Leben ist gerettet. Was war das? Alter. Mach das nicht. Autsch. Checkpoint. Hallo? An alle Einheiten, Echo 0 antwortet nicht mehr. Einsatzleitung, hier ist Echo 7. Sollen wir nachsehen? Negativ, ich kriege einen Suchruf.
gut funktioniert, ja? Bäm! Alter, ich liebe diese Zeitlupe. Alter, schreit nicht so extrem. Das ist ja grauenhaft. Ich dachte, dieser Klone. Okay. Komm näher. Wo ist er denn? Alter. Ja, ich liebe die Zeitlupe. Tolles Feature. Toll eingebautes Feature. Alter. Okay. Hier ist dann nix. Eigentlich müssten die ja hier reingekommen sein, oder? Eigentlich. Natürlich, nur eigentlich. Alter. Ich glaube, ducken muss ich mich jetzt nicht unbedingt. Toll. Ich will das Ding. Ah ja. Okay, so. Gesundheit ist mal dauerhaft erhöht. Sonst ist nix, ne? Okay, das war's. Ja, du brauchst gar nichts, Junge. Außer einfach sterben. Ah, Granaten. Sehr schön. Okay, eine Weste, Granaten, sehr schön. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wenn ich jetzt noch die Waffen von allen einsammeln würde, hätte ich auch noch unendlich Munition. Also kackt hier die Framerate ein bisschen ab. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr. Idiot. Kann man den benutzen? Nee, leider nicht. Schade eigentlich. Komm her! Okay, er ist tot. Mhm. Ja. Haben wir das gehört? Was? Ciao! Ich glaube, du bist Gespenster, Junge. Ich glaube, da muss ich einmal rumlaufen. Auch hier wieder. Longshermen Diggest. Was das für Zeitungen sind. Pervers. Ah, ein schönes Sturmgewehr. Sehr, 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 sehr schön. Ah, da kann ich wieder. Aha, ein Telefon. Wenn Sie Nachrichten aktivieren, ja, okay. Gleich. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, hier Chat von der Buchhaltung.
Niemand weiß, was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört. Wisst ihr, Jungs, da drüben was? Ende der Nachrichten. Ja, Max Payne is back. Schön. Ah, ich muss darüber, deswegen. Ich glaube, das ging schief, ne? War so nicht geplant, vermutlich. Aber da kann ich nichts machen, das... Alter, wenn das speichert, leckt es hier so dermaßen, das ist ja grauenhaft. Aber auch irgendwas. So. Ist die Munition mitgenommen. Ein Health-Dingsi-Bumsti. Ein Medikit. Okay. Hier kommt keine Leben raus. Haben die eigentlich die gleiche Munition? Die und die? Dann kann ich auch gleich die verwenden. Ihr verbessern verleihen ihnen... Okay, da muss ich aber raus. Dann gehe ich lieber hier lang. Und zack noch ein bisschen von Munition ein. Okay, ja, das ist... Oder. Die Waffe ist... Okay. Ah, oh, das ist eine schöne Waffe. Macht Spaß. Irgendwie sind die Sounds zu leise. Ich kann mir nicht helfen. Das ist auf meinen Dings einfach zu leise. So. Ich hoffe, es ist besser. Ich spiele jetzt einfach so lange, bis die passen und dann mache ich eine Aufnahmepause. Weiter oder was? Weil ich hinten ja auch nicht, also weil da oben ja auch eine Tür ist, deswegen bin ich gerade dezent verwundert. Aber wir können da nicht hoch, das ist. Ah, cleveres Level Design. Klar, wenn man da nicht hochkommt. Ich bin Hulk. Alter! Ist der jemand? Weißt du, warum muss ich da auch noch Leben verlieren? Hallo? Ach du, Heilige. Ist da jemand? Warum? Ich will hier raus. Hallo? Nein! Bitte nicht! Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach du heilige Scheiße.